Bei jedem Einkauf merkt man es. Wir bekommen weniger für unser Geld. Die Inflation steigt, die Energiepreise klettern in ungeahnte Höhen. Die Pandemie, der Klimawandel, der Krieg, alles hat seinen Preis. Wir werden ärmer werden, so der Wirtschaftsminister. Aber noch steuert der Staat gegen. Entlastungspaket, Corona-Hilfen, Spritsteuer runter, Kurzarbeitergeld, 9-Euro-Ticket. Die schwarze Null hat ausgedient. Alles wird teurer. Woher kommt das Geld für die Krisen? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hier ist Christoph Meyer von der FDP, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann seiner Partei im Haushaltsausschuss, achtet eben aufs Geld. Und er ist auch Landesvorsitzender der FDP in Berlin. Guten Abend. Ulrich Schneider begrüße ich herzlich, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Und zugeschaltet ist uns Professor Henning Vöpel. Er ist Direktor des Zentrums für Europäische Politik und er ist auch im Beirat des Bundesverbandes Mittelstand und dazu noch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration. Und herzlich willkommen, Sissi Heidmanek. Sie ist freie Wirtschaftsjournalistin und viele Jahre hat sie für die ARD von der Frankfurter Börse berichtet. Jetzt berichtet sie unter anderem für Welt TV. Schönen guten Abend auch Ihnen. Ja, Herr Meyer, viele Menschen fragen sich das. Es ist irgendwie ein Aufwuchs plötzlich. Hier gibt es ein Sondervermögen, zum Beispiel 100 Milliarden für die Bundeswehr. Es gibt Geld für den Klimawandel, jetzt natürlich für all die Folgen des Ukraine-Krieges, Entlastungspakete. Ganz banal gefragt, woher kommt dieses Geld? Das Geld werden am Ende, wie alle, wird die Gemeinschaft zurückzahlen müssen. Wir nehmen jetzt zunächst erstmal Verbindlichkeiten auf, wobei wir bei dem Sondervermögen... Das klingt auch so schön. Wir nehmen Schulden. Wir nehmen Schulden auf, wobei wir beim Sondervermögen natürlich formal zunächst erstmal Kreditermächtigungen beschließen wollen. Das sind also noch keine Schulden, sondern erst wenn dann also tatsächlich dafür Material für die Bundeswehr angeschafft wird. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die uns natürlich große Sorgen macht. Wir haben durch Corona 350 Milliarden Euro mehr Schulden aufgenommen. Wir nehmen jetzt in diesem Jahr mit dem Haushalt, mit dem Ergänzungshaushalt aufgrund des Ukraine-Kriegs nochmal 140 Milliarden Euro auf. Wir haben mit dem Sondervermögen Bundeswehr letztlich auch ein Thema, womit wir Versäumnisse der Vergangenheit versuchen aufzuholen. Das gilt auch für den Klima- und Transformationsfonds, der ebenfalls letztlich diese Transformation anschieben muss. Und wir müssen, das sagt ja auch der Finanzminister Christian Lindner, wir müssen im Jahr 2023 wieder dazu kommen, dass wir die Schuldenbremse wieder einhalten, so schwer das wird, weil wir auf Dauer an der Belastungsgrenze dieses Staates ansonsten wären. Das ist aber schwierig, weil man eben nicht weiß, was noch kommen kann. Das ist richtig. Ja. Herr Schneider, wer wird denn, wenn man sagt, es wird jetzt Geld aufgenommen, wir werden uns höher mehr verschulden? Das müssen wir aber auch machen, weil sonst ganz viele andere Menschen leiden durch diese Krisen. Das ist ja das Argument. Wer wird ärmer durch diese Krisen? Also ärmer kann ja nur jemand werden, der arm ist. Also deswegen hat mich die Rhetorik manchmal ein bisschen jetzt irritiert. Wir werden alle ärmer. Wer nicht arm ist, wird auch nicht ärmer. Und viele, machen wir uns nichts vor, merken die Krise, die Preissteigerungen nicht. Wir haben in Deutschland ein extrem gespaltenes Land. Wir haben die höchste Sparquote seit Jahrzehnten, muss man auch mal sehen. Nicht nur die höchste Armutsquote ist ein Rekord, sondern auch die Sparquote ist ein Rekord. Das heißt, im Moment wird in Deutschland richtig viel auf die hohe Kante gelegt. Allein während der Pandemiejahre ist das Geldvermögen auf den Privatkonten, also darunter fallen natürlich auch Aktien etc., ist von 6,5 auf 7,7 Billionen geklettert. Das heißt, wenn die Frage ist, wer wird ärmer, sind die Armen, die ärmer werden, es sind die 13,4 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Es sind auch die, die knapp drüber sind, die zu Mindestlöhnen arbeiten. Auch der jetzt angestrebte Mindestlohn von 12 Euro hat dank dieser Inflationsrate eine Kaufkraft von 11,09 Euro nur noch. Der Regelsatz in Hartz IV, 449, hat die Kaufkraft von 416. Das heißt, die merken das richtig. Die kommen gar nicht mehr über den Monat. Bei anderen heißt es, dass sie weniger sparen können. Das ist erstmal alles. Und die hören auch nicht auf, für 2,50 Euro Sprit rumzufahren. Also wer ein Bugatti fährt beispielsweise, der wird jetzt nicht, weil der Spritpreis auf 2 Euro gestiegen ist, in der Garage stehen lassen. Da ist einfach Geld, das muss man sehen. Und wenn man das sieht, dann kann man, glaube ich, auch eine sehr zielgenaue Politik machen.
Dann kann man gucken, wen man entlasten will. Wen muss will man entlasten und wofür man sich verschuldet. Herr Vöpel, es heißt ja jetzt immer so, wenn man eben sagt, der Bundeswirtschaftsminister sagt, wir werden ärmer. Oder manche sagen ja, die fetten Jahre, die sind vorbei, die Zuwächse, das wird es nicht mehr so geben. Auf der anderen Seite sehen wir ja, es gibt eine große Nachfrage nach Produktion. Es gibt auch eine nach wie vor niedrige Arbeitslosigkeit. Also für wen sind denn Ihrer Meinung nach die fetten Jahre vorbei? Naja, für uns alle natürlich. Also Robert Habeck hat schon recht, der Wohlfahrtsverlust, der ist real, den tragen wir alle. Deshalb können wir auch als Gesellschaft, als Volkswirtschaft nur umverteilen, diese Last. Aber wir können sie nicht im Grunde weginflationieren, sondern wir müssen sie tragen. Irgendjemand muss sie tragen. Wir können uns als Gesellschaft nicht selbst dafür subventionieren oder kompensieren. Das geht nicht. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir jetzt diejenigen Branchen, aber auch Haushalte, die besonders betroffen sind, helfen, das zu überstehen. Das geht aber nur, indem andere diese Lasten eben mehr tragen als andere. Aber dieser reale Wohlfahrtsverlust, der ist da und der hat sich angestaut, auch über Jahre. Der Krieg ist natürlich jetzt der Anlass, der uns besonders hart trifft, die Menschen in der Ukraine natürlich um Dimensionen schlimmer, aber die wirtschaftlichen Folgen tragen wir und das ist letztlich, muss man sagen, auch eine Folge einer Politik, die über Jahrzehnte im Grunde Dinge nicht gestaltet hat, also im Grunde nur auch umverteilt hat, aber nicht wirklich die Transformation der Wirtschaft vorangetrieben haben. Wir haben die Energiewende nicht so ernsthaft vorangetrieben. Die Kosten zahlen wir jetzt, die Rechnung zahlen wir und das ist der Preis für eine Politik, die zu wenig gesehen hat, dass wir sozusagen in eine Phase realen Wirtschaftsverlust und Wohlfahrtsverlust gehen. Mhm. Frau Heidmann-Eck, wie sehen Sie es? Denn bei der Börse geht es immer darum, um Gewinne und Verluste. Wenn man es jetzt mal so aufmacht, wer sind denn jetzt im Moment die Gewinner und wer sind die starken Verlierer? Allem voran muss ich sagen, ich bin überrascht, wie viel Wohlstandsverlust wir schon haben sollen. Wenn man das Land anguckt, ist der Wohlstandsverlust in den letzten Jahren ja allzu groß noch nicht gewesen. Wir haben es ja eben schon gehört, wir haben eben eine große Schere. Und die ärmer sind, die spüren das ganz enorm. Und da sind auch Hilfspakete, kleinere, natürlich keine Riesenhilfe, weil es eben eine Dauerhilfe braucht. Aber für die das nicht so spüren, die haben auch derzeit noch keinen großen Wohlstandsverlust. Und bei den ganz großen Unternehmen, da spüren wir viele Probleme, die eben die Corona-Krise schon gebracht hat, also Zulieferschwierigkeiten, zum Beispiel Deglobalisierung, Fachkräftemangel, also etwas. Wir sehen jetzt durch den Russland-Ukraine-Krieg neue Probleme, verstärkte Probleme, vor allen Dingen durch die sehr stark steigenden Ölpreise. Das belastet erstmal fast alle Unternehmen, kann man sagen, denn alle brauchen für die Produktion Energie und sie brauchen natürlich auch im Zweifel für den Transport Energie. Und das sind die Belastungen für alle Unternehmen durch die Branchen. Durch den einen belastet es dauerhaft schwerer, den anderen erstmal weniger. Große Gewinner, ich würde sagen, es sind die Branchen, auf die wollte man vorher gar nicht unbedingt schauen. Das sind die Rüstungskonzerne natürlich und natürlich auch zuweilen Ölkonzerne, nicht alle Energiekonzerne, denn die erneuerbaren Energien sind nicht alle so schon am Laufen, wie man sich das wünschen würde. Aber das zeigt eben, wo es brennt und wo etwas getan werden kann und wo auch Chancen liegen in dieser Krise, dass man da jetzt wirklich auch von der Politik Konzepte macht, die das angehen. Was wäre denn dann das Wichtigste, Herr Mayer, wenn wir das jetzt so hören, dass der Wohlstandsverlust ja eigentlich für viele gar nicht, für einige ist er groß und für ganz viele ist er aber gar nicht so groß. Wie sehr muss sich der Staat letztendlich dann um alle kümmern? Oder müsste er sich nur nicht um ein paar besonders also zum einen muss man, glaube ich, ehrlich sein, also ich habe nicht die Zahl im Kopf, wie viele Bugatti-Fahrer wir wirklich in Deutschland haben. Deswegen ist dieses Bild natürlich immer einfach gesagt, aber es ist halt so, dass wir mit den Entlastungspaketen, die Bundesregierung aufgelegt hat, in der Tat auch eine Breitenwirkung erzielen. Wir haben 37 Milliarden Euro hier jetzt in der Beschlusslage. Das ist schon etwas, aber man muss auch ehrlich sagen, dass wir den Weltmarktpreisen an vielen Stellen nicht mit staatlicher Unterstützung, mit staatlicher Hilfe eins zu eins hinterherkommen können. Wichtig ist, dass wir jetzt uns darauf verständigen, dass wir wieder auf einen Wachstumspfad kommen. Diese Sparquote, die eben genannt wurde, das Geld wurde ja früher konsumiert. Das heißt, früher wurde das Geld halt nicht auf die hohe Kante gelegt. Das heißt, wenn dieser Impuls möglich ist,
wenn die Lieferkettenprobleme aufgelöst werden. Aber viele, was hindert die Menschen, das Geld auszugeben? Das ist ein Sicherheitsthema. Also die Sparquote geht immer dann hoch, wenn die Menschen in einer unsicheren Situation leben. Das war durch Corona so, das ist jetzt durch den Ukraine-Krieg oder durch die Bedrohungslage durch Russland so. Das heißt, das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten, wann genau wissen wir nicht, zumindest dergestalt relativieren, dass hier mit einer sinkenden Sparquote das Geld auch wieder anders in den volkswirtschaftlichen Kreislauf kommt. Viel wichtiger erstmal noch die Lieferkettenprobleme. Und wenn wir dann eine Wachstumsrate haben, die nicht bei 2% ist, sondern wie es ursprünglich ja sogar prognostiziert, 4-4,5% für dieses Jahr, dann in den nächsten Jahren, dann werden wir auch wieder andere Spielräume in den Staatshaushalten haben. Momentan muss man aber sagen, dass der Staat am Limit von dem ist, was er leisten kann. Und wenn wir uns aber warum muss der Staat denn, wenn er am Limit ist, dann Menschen entlasten, die eigentlich auch genug haben? Ja, die Frage ist ja am Ende auch da mal eine Frage, wo entlastet man überall, wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel die Menschen, also die Frage ist ja, wie kriegt man einen Verteilmechanismus hin, der nur den wirklich bedürftigen Teil, wie Sie es formuliert haben, betrifft und wer definiert, wer wirklich bedürftig ist. Am Ende, wie gesagt, haben wir nicht nur Bugatti-Fahrer, sondern wir haben ganz, ganz viele Menschen, die zur Arbeit fahren müssen, die ganz, ganz viel Geld ausgeben für die gestiegenen Energiekosten, um zur Arbeit zu kommen. Und es ist, glaube ich, eine Frage der Fairness, dass auch diese Menschen einen Entlastungsimpuls von uns bekommen. Und das hat die Ampelkoalition, das hat die Ampelkoalition so auf den Weg gebracht. Für alle. Also machen wir es mal konkret. Also beim zweiten Entlastungspaket, Juni, Juli, August, wird die Mineralölsteuer gesenkt. Die Steuer auf Benzin um 30%, auf Diesel, um 30 Cent, um die auf Diesel um 14 Cent. Da hat ja jeder was von. Egal wie viel. Richtig, aber derjenige, der halt viel auch fahren muss, der viel pendeln muss und das sind die meisten Menschen in Deutschland, die haben davon natürlich überproportional mehr, ähnlich wie von den 9-Euro-Ticket, womit man dann halt mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren kann. Ich glaube, es ist ein ausgewogenes Modell, was alle betrifft, die von diesen Energiekosten, von diesen steigenden Energiekosten momentan in Mitleidenschaft gezogen sind. Immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen müssen, wir können als Staat nicht alles auffangen. Das ist genau der Punkt. Und deswegen sollte der Staat es auch gar nicht erst versuchen. Aber mit diesem Entlastungspaket wurde so getan, als kann man das. Nein, das haben wir das kann einmal jetzt vielleicht halbwegs gut gehen. Aber was ist denn, wenn die Krise andauert? Wollen Sie im Herbst nochmal 28 oder 23 Milliarden ausgeben? Nur so richtig Stellung. Nehmen wir zum Beispiel die Pendler. Ja. Wir haben insgesamt nur knapp 20 Millionen Kfz-Pendler. Der größte Teil sind keine Kfz-Pendler. Die haben auch keine entsprechende Mehrbelastung. Das muss man einfach sehen. Wenn ich mir anschaue, von den 23 Milliarden, die da jetzt verabschiedet wurden, zur Entlastung sind nur 2 Milliarden tatsächlich zu Bedürftigen hingegangen, zu Wohngeldbeziehern, zu Hartz-IV-Beziehern und etwa auch zu Kindern. Der Rest wurde insbesondere, wenn ich mir anschaue, Steuererleichterungen, 4,3 Milliarden, mit einkommensproportionaler Wirkung, wie man es nennt. Das heißt, derjenige, der am meisten Einkommen hat, hat auch den größten Entlastungseffekt. Wenn ich mir anschaue, die 300 Euro Energiepauschale, die an alle Erwerbstätigen geht, wird zwar versteuert, bleibt aber dem Millionär immer noch 162 Euro über. Also müssen wir das? Ich sei ja gegönnt, aber der merkt es doch gar nicht. Und die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer wird es ja auch erhöht. Und hat es der Staat denn wirklich so dicke? Das ist doch der Punkt. Wir reden immer von Sparen. Es wird immer gesagt, wir müssen gucken, jeder Euro. Und jetzt wird rausgehauen in einer Art und Weise, dass man sich fragt, wo ist dann noch die Wirkung? Also die Wirkung wird da sein. Wie gesagt, wir haben eine Entlastungswirkung, die mit 37 Milliarden Euro beziffert ist. Ich finde es nicht redlich zu sagen, dass wir nur die wirklich Bedürftigen, die von irgendjemandem definiert wird, in dem Falle von Sie, entlasten dürfen, während die Menschen, wir haben gerade über 20 Millionen, 21 Millionen Pendler gesprochen, die Sie offensichtlich nicht entlasten wollen, wenn Sie diese Argumentation so formulieren. Ich würde gerne Herrn Vöpel damit reinnehmen. Ist der Ansatz, den wir haben, ein breiterer, ein gerechterer. Ja, Herr Vöpel, was wäre gerecht? Wen sollte der Staat entlasten, wo er doch eigentlich am Limit ist mit seinen Schulden? Ja, wir können das im Grunde nur über direkte Einkommenstransfers zielgenau hinbekommen. Und wir dürfen auch nicht in die Preisgestaltung dermaßen flächendeckend eingreifen. Also Energiepreise
sind gestiegen. Das ist Ausdruck einer real gestiegenen Knappheit. Und wir können als Staat nicht sagen, die gibt es nicht, sondern die ist real. Und irgendjemand trägt sie. Also pauschal zu sagen, alle gestiegenen Energiepreise, die subventionieren wir und wir tragen als Volkswirtschaft keine Last mehr gestiegener Knappheit, was Energieversorgung angeht, ist schlichtweg unmöglich. Also das ist ein logischer Fehlschluss. Genau. Deshalb gibt es nur die Möglichkeit, die Preiswirkung wirken zu lassen, also wirklich diese Knappheitsindikation auch in die Märkte zu geben, Sparanreize, Verzichtsanreize zu setzen und da, wo es unmöglich ist, dann wirklich für stark Betroffene wirklich über Einkommenstransfers zielgerichtet Hilfe zu leisten, weil natürlich kann jemand sagen, ich fahre gar kein Auto, sondern ich kann meine Wohnung nicht mehr heizen oder es sind andere Dinge. Und es sind ja in Wahrheit auch nicht nur die Energiepreise, sondern die Nahrungsmittelpreise. Wir haben mittlerweile Preisanstiege auf relativ breiter Front. Es sind 60-70% aller Güter und Dienstleistungen des Warenkorbes haben mittlerweile hohe Preissteigerungen und die Produzentenpreise sind um 30% gestiegen. Das heißt, die sind noch gar nicht beim Verbraucher angekommen. Also da kommt noch eine zweite Welle und wir können unmöglich das als Staat auffangen. Es ist logisch nicht möglich, also wir müssen es tragen. Das Einzige, was wir tun können, ist diese Last umzuverteilen und diejenigen, die starken Schultern, müssen einfach mehr tragen und wir müssen jetzt sehr zielgerichtet und zielgenau die schwächeren Schultern schützen. Aber das passiert doch schon. Ja, Frau Heidmann, müsste sich da die Politik ehrlicher machen? Würden Sie da mitgehen in dem, was Herr Vöpel sagt, dass man einfach viel klarer sagt, ja, die Kostensteigerung, die müssen wir eben jetzt alle tragen? Ich glaube, dass viele bereit wären, die Kosten zu tragen, die sie tragen können. Ich glaube, das erleben wir auch alle, das sehen wir selber für uns so. Ich glaube, es gibt Gruppen, die brauchen es dringend. Und ich glaube, dass man bei den Unternehmen schauen muss, brauchen sie es nicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Wohlstand unseres Landes hängt daran, ob wir einen guten Arbeitsmarkt haben, einen starken Arbeitsmarkt, ob wir Vollbeschäftigung haben. Wenn es Unternehmen trifft, die womöglich eben sehr viele Beschäftigte haben, die wir vielleicht nicht so sehen, nicht die ganz großen Unternehmen. Wir haben zum Beispiel in Hessen ein Unternehmen, das hat 3.500 Autos, die jeden Tag auf der Straße Schulkinder fahren und Behinderte fahren, die jetzt große Probleme haben, weil sie die Preise nicht erhöhen können, aber unglaublich hohe Spritpreise zahlen, die jetzt kurz vor der Insolvenz stehen, haben wir einen Fall, von dem man vielleicht sagen könnte, dieses Unternehmen ist wichtig, wir brauchen dieses Unternehmen und wir brauchen auch die Arbeitsplätze dieses Unternehmens und wie können wir die retten? Also ich glaube, es braucht wirklich eine Strategie, ein Konzept, wie man Unterstützung leistet, zeitweise Unterstützung leistet und viel Glück kommt uns natürlich entgegen, dass auch Ölpreise nicht nur eine Richtung kennen, sondern im Moment sieht man ja, dass der Ölverbrauch weltweit sinkt. China ist die größte Lokomotive, die wir haben. Die verbrauchen derzeit weniger. Die Konjunktur stottert da ein bisschen, weil eben die Häfen von China größtenteils immer wieder geschlossen werden wegen Corona-Maßnahmen. Und wir sehen, das entlastet natürlich dann am Markt auch wieder. Aber grundsätzlich aber das würde doch dann, braucht das würde doch dazu, diese Strategie. Ja, aber das würde dann ja eher dafür sprechen, dass man eher den Markt machen lässt, Herr Mayer. Können Sie sich darauf vertrauen als Liberale? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch eingangs gesagt, und das möchte ich nochmal klarstellen, die Bundesregierung, keine Regierung der Welt, kann diese gestiegenen Preise für Energie, aber auch für Lebensmittel 1:1 abfangen. Diese 37 Milliarden Euro ist ein Beitrag, den die Politik leistet. Aber wir müssen uns, das haben Sie ja in dem Eingangseinspieler auch oder in dem Zitat auch genannt vom Wirtschaftsminister, wir müssen uns halt darauf einstellen, dass alle die Gesellschaft ärmer wird in dieser Situation. Wenn wir in der Tat sinkende Rohstoffpreise haben, sinkende Ölpreise, dann wäre das ein guter Effekt. Ja, dann würden wir uns da alle freuen, weil das in der Tat eine Marktreaktion ist. Aber ich möchte nochmal, weil auch das eben hier formuliert wurde und wir hier darüber reden, wer das alles bezahlen soll. Wir haben in Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenquote im OECD, also im Bereich der entwickelten Industrieländer. Wir sind in der Situation, dass Deutschland, die Bundesrepublik, mittlerweile mehr als die Hälfte seines Budgets für Sozialkosten ausgibt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland tut momentan schon unglaublich viel, um genau
diese Umverteilung, um genau diese soziale Sicherung zu finanzieren. Wir reden über 100 Milliarden Euro Rentenzuschuss aus dem Bundesetat. Ich sage nicht, dass das reduziert werden soll. Aber Rentensteigerung ja, genau. Ab dem 1. Juli. Nicht, dass das reduziert werden soll, ja. Aber es gehört zur Fairness dazu zu sagen, dass das Land hier schon unglaublich viel tut. Und das wurde ja auch eben erwähnt, wir müssen eigentlich dazu übergehen, darüber zu diskutieren, wie dieses Land zukunftsfähig wird, wie Investitionen angekurbelt werden können, dass dieses Land wettbewerbsfähig ist, damit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können, damit die Leute aus eigener Arbeit ihren Lebens... Wäre es dann konsequent zu sagen, ja, dann müssten wir auch die Löhne erhöhen, dann müssen wir schauen, dass... Ja, das ist eine Frage der Tarifpartner. Und wir werden sicherlich in die Situation kommen. Wir haben ja die ersten Anmeldungen, in Anführungszeichen, oder Verlautbarungen von den Gewerkschaften. Mhm. Wir werden sicherlich Lohnerhöhungen sehen. Wir sind in der Situation, dass wir in einer Lohnpreisspirale vermutlich sein werden, was eine gefährliche Entwicklung für die inflationären Tendenzen im nächsten Jahr sind. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch, das ist hier noch gar nicht angesprochen worden, auch da festhalten, dass als erstes die Europäische Zentralbank, was die Inflationsraten angeht, hier am Zug ist. In Amerika wird jetzt entsprechend gehandelt. Und das sind, glaube ich, Punkte, wo wir die nächsten Monate genau beobachten müssen, was passiert. Zwei, drei Fakten würde ich da gerne richtig stellen. Erstens, in diesem Entlastungspaket werden über 6 Milliarden ausgegeben durch die vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage, um den Strom für alle billiger zu machen. Entlastungspaket wird alleine jetzt durch die dreimonatige Absenkung der Energiesteuer werden etwa 3-4 Milliarden ausgegeben, nur um Benzin für alle billiger zu machen. Das heißt, es stimmt durchaus, was wir vorhin gehört haben, die Kritik. Es werden hier Versuche gestartet seitens der Bundesregierung, Preise für alle zu beeinflussen, zu deckeln. Das ist der falsche Weg. Und noch zwei ganz kleine Sachen. Es sind nicht die Hälfte, die das Sozialbudget ausmacht am Bruttoinlandprodukt, sondern wir sind durch die Pandemie jetzt im Moment auf 33%. Das ist ein Riesenunterschied. In der Pandemie sind es 3% hochgegangen. Und die andere Studie, die Sie genannt haben, es stimmt, es gibt eine OECD-Studie. Deutschland hat für Alleinversteuerte, für Singles die höchste Abgabenlast. Aber weil wir anders aufgebaut sind als viele andere Länder, sobald Kinder im Haushalt sind, sobald ein Ehepaar da ist, sinkt das von den in der Studie festgestellten 49% auf 32. Dann sind wir wieder hinter vielen anderen Ländern. Okay, aber das heißt, man soll mit der herausgegriffenen statistischen Daten... Ich würde gerne, weil Sie die Inflation nochmal ansprechen. Das ist so. Ich würde gerne Herrn Füppel dazu gerne noch mal fragen. Herr Füppel, zum einen die Frage nach Lohnerhöhungen. Macht das dann Sinn, wenn man merkt, die Menschen können sich das nicht mehr leisten? Ist das der sinnvollere Weg, anstatt dass der Staat es alles gibt? Wäre das sinnvoller? Und was wäre das richtige Instrument, um die Inflation eben nicht steigen zu lassen? Nein, wir zahlen mehr für Energie. Das heißt, als Volkswirtschaft, wir geben mehr dafür aus. Also wir können diesen Effekt nicht kompensieren, inländisch durch höhere Löhne. Das haben wir in den 70er Jahren versucht. Das hat zu höheren Inflationsraten geführt. Das wurde akkommodiert von der Geldpolitik, die das gestützt hat, auch ausgabenseitig, fiskalpolitisch wurde das in den 70er Jahren gestützt. Das ist der falsche Weg, das wissen wir ja heute. So können wir das nicht machen. Im Gegenteil, die EZB, das ist ja angedeutet worden, muss tatsächlich jetzt langsam gegensteuern. Wir dürfen natürlich keinen Zinsschock, also wir dürfen nicht zu schnell rangehen, weil auch die Vermögenspreise natürlich an diesen Erwartungen niedriger Zinsen hängen. Aber Inflation trifft natürlich besonders diejenigen, die eben nicht automatisch sozusagen über höhere Löhne verhandeln können. Und die schützen wir natürlich dadurch, dass wir die Inflation wieder runterführen. Die EZB sollte die ersten Schritte gehen, aber behutsam, weil wir eben auch in dieser Situation, die ja auch sehr stark durch Unsicherheit, durch wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet ist, eben auch keinen Zinsschock produzieren. Wir haben Verschuldung, der Staat muss sich weiterhin verschulden. Wir haben hohe Investitionserfordernisse. Wir müssen in die Energiewende investieren, wir müssen in unsere Sicherheit investieren. Also das ist ja alles nicht passiert. Und viele Kollegen haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass unsere Leistungsbilanz Überschuss, also wir haben sehr viel exportiert, aber wir haben zu wenig in den eigenen Kapitalstock investiert. Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Das heißt, also wir brauchen haben wir wirklich eine dezidierte Angebotspolitik, weil wir sonst
diese Verteilungskonflikte auch nicht lösen können. Mhm. Über die Inflation kommt dazu, die Demografie, der Fachkräftemangel. Also wir brauchen wieder eine stärkere Angebotspolitik, um diese Verteilungsspielräume wiederzubekommen. Haben wir also zu lange, Frau Heidmann-Deck, an dieser schwarzen Null festgehalten? Und dadurch eben andere Dinge versäumt, eben bestimmte Investitionen nicht gemacht? Ich glaube, darüber sind sich die Ökonomen grundsätzlich nicht ganz einig, ob eine schwarze Null eben was Gutes ist oder was Schlechtes. Jetzt war es erstmal gut, wir haben ja auch viel gespart, was wir jetzt quasi mit vollen Händen ausgeben können. Das können andere Länder gar nicht in dem Maße. Auf der anderen Seite natürlich, wo viel gespart wird, wird auch weniger investiert. Und weil wir eben mit der EZB uns auch beschäftigt haben, die EZB natürlich, die könnte tatsächlich so langsam auch ein bisschen vorwärts machen. Im Juni wird sie aufhören, die Anleihekäufe fortzusetzen. Und im Juli, so deutet es sich langsam an, wird sie an die Zinsen gehen. Und wir haben jetzt bei der FED gestern erlebt, die Märkte reagieren schon gar nicht mehr verschnupft. Die wissen, dass das kommt und das ist auch angemessen. Und allzu große Zinsschritte werden wir nicht erleben. Aber womit, womit rechnen Sie denn dann? Bitte? Womit würden Sie dann rechnen, wenn es da eine Erhöhung gibt? Im Juni. Also ich würde auf jeden Fall damit rechnen, dass es einen kleinen ersten Zinsschritt mindestens in diesem Jahr gibt. Es wird sicher so sein, dass die EZB die Lage jetzt beobachten wird. Wir haben ja eine extrem unsichere Lage. Wir haben überhaupt keine Vorstellung derzeit davon, wie sie sich tatsächlich, was den Krieg betrifft, weiterentwickelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die EZB durchaus mehr reagiert, als wir bisher erwartet haben. In diesem Jahr war eigentlich gar kein Zinsschritt erwartet. Jetzt geht man schon fast sicher davon aus. Und wenn man die Inflation anschaut, ist das auch angemessen so langsam. Und wie gesagt, die Märkte erwarten das. Das Geld muss trotzdem irgendwo hin. Und wenn Sie jetzt einen kleinen Zinsschritt machen, werden auch keine Sparkonten günstiger als vorher. Das heißt, auch die Aktienmärkte werden in dem Sinne nicht gleich unattraktiver. Okay, also es macht dann trotzdem noch Sinn, da zu investieren. Herr Mayer, wenn wir jetzt überlegen, wo denn, wenn wir sagen, wo kommt denn demnächst das Geld her, was wir alles brauchen, dann ist man natürlich mitten in einer Steuerdebatte. Und die ist ja auch in der Ampelkoalition ja auch schon, hat ja auch schon angefangen. Naja, was heißt, sie hat angefangen? Wir haben in der im Koalitionsvertrag sehr deutlich formuliert, und das ist die Position der FDP nach wie vor, dass wir Steuererhöhungen nicht mittragen werden. Ich hatte es eben formuliert, die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen, ist im OECD-Vergleich an der Spitze. Und wenn wir darüber reden, dass wir Zukunftsinvestitionen in diesem Land in den letzten Jahren versäumt haben, dann müssen wir uns ja auch ehrlich machen und sagen, auch das kann der Staat nicht alles finanzieren, sondern wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Kapital, was in dem Land ist, entsprechend auch in Zukunftsfelder investiert wird. Mhm. Und deswegen ist also jetzt eine Steuererhöhungsdebatte genau das Falsche, was wir brauchen. Es gibt aber eine Debatte zum Beispiel, um Steuern zu senken, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Da sagt der Landwirtschaftsminister, sagt, wir könnten ja, auf Obst und Gemüse könnten wir die Mehrwertsteuer machen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer definiert, welche Produkte für einen temporären Zeitpunkt von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden. Das ist alles eine, glaube ich, nicht am Ende durchdachte Idee. Wir haben jetzt jeden Tag, jede Woche neue Ideen, die durchs Dorf getrieben werden oder wo am Ende des Tages, wenn man sich genau anguckt, die Umsetzung sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen werden wir sicherlich nicht zu reduzierten Mehrwertsteuer setzen oder zu anderen Ideen kommen wie Gewinnabschöpfungssteuern. Aber die, das ist eine andere Sache. Noch. Bleiben wir noch mal kurz bei der Mehrwertsteuer und Senkung von Steuer auf Benzin und Diesel. Herr Schneider, finden Sie das sinnvoll, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abzusenken? Überhaupt nicht, weil es ist ja die gleiche Gießkannenpolitik, die wir im Moment auch machen bei Diesel. Wir wissen mal, dass auch gar nicht, wo weitergegeben wird. Bei der letzten Mehrwertsteuerabsenkung um 2 Prozentpunkte ist bei Benzin gerade mal 61% beim Verbraucher angekommen, eine Zapfsäule. Den Rest haben sich die Mineralölkonzerne als Sondergewinn eingesteckt. Das war der Effekt der letzten Mehrwertsteuerabsenkung bei Benzin. Also dass man sowas jetzt hier wiederholt, wundert mich schon sehr. Deswegen von solcher Gießkannenpolitik, teuren Gießkannenpolitik, halte ich überhaupt nichts. Mhm. Wenn man tatsächlich, wir haben das mal durchgerechnet, dem Vorschlag folgen würde
Und da ging es ja um Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst. Wenn man hier die Mehrwertsteuer entfallen lassen würde, hätte der Sozialhilfebezieher eine Entlastung von etwa 4 € im Monat. Das Ganze würde aber 2 bis 3 Milliarden kosten. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, weil im Salzfall der Hummer genauso billiger wird wie die Nudel. Und das macht letztlich keinen Sinn. Aber noch ein Punkt zu den Zukunftsinvestitionen. Da hatte sich die FDP ja wirklich durchgesetzt. Schon vor Aufnahmen der Koalitionsverhandlungen haben die festgeschrieben, es gibt keine Steuererhöhungen. Und ich glaube, das wird dieser Koalition noch einen Riesenärger bereiten. Denn wir müssen uns vor Augen halten, das ist durch Corona ein bisschen hinten rangekommen und jetzt durch diesen schrecklichen Krieg erst recht. Aber wir haben trotzdem nach wie vor in den Kommunen einen Investitionsstau für Erhaltungsinvestitionen, keine Neubauten, von 146 Milliarden Euro. Alleine 46 bei den Schulen, 20 bei den Kindergärten, 30 Milliarden bei Feuerwehren und Polizei. Also das kann man, wir sind auf Verschleiß gefahren. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Die Ampel wird natürlich in absehbarer Zeit beantworten müssen, wie sie damit umgehen will. Sie wird entweder Kredite aufnehmen müssen, um dort rein zu investieren. Oder aber, ja, sie wird auch die Schuldenbremse weiter aussetzen müssen, wenn sie das bedienen will. Oder aber sie wird Steuern erhöhen müssen. Sie hat überhaupt keine andere Wahl. Alles andere wäre gesund. Der Versuch ist, gesund zu beten. Und das ist noch nie gelungen. Also wenn Sie sich die Entwicklung der Verschuldung, worüber haben wir ja eingangs gesprochen, auf der Bundesebene angucken und die vergleichen mit der Verschuldungssituation auf Landes- und auf kommunaler Ebene, muss man sagen, dass die Corona-Krise einseitig durch die Bundesebene abgefedert wurde. Das heißt, wenn Sie sagen, dass wir Instandhaltungsaufgaben auf kommunaler Ebene, in Schulen, Feuerwehren etc. haben, dann adressieren Sie das bitte als erstes mal an die Bundesländer. Die sind dafür originär nach dem Grundgesetz verantwortlich. Ja, die brauchen aber Das ist keine Frage der Ampel, sondern es ist zunächst erstmal eine Frage, dass in den letzten Jahren, und dann nehme ich keine Konstellation aus, einseitig immer mehr Lasten auf den Bund verteilt oder abgedrückt wurden von den Ländern. Das ist ja jetzt auch wieder so. Und das sind Punkte, wo auch dann man sich ehrlich machen muss und sagen muss, die Länder müssen ihre Hausaufgaben selbst machen. Aber es wird auf den Bund auch abgeschoben, weil der Bund es in der Hand hat, die Steuergesetzgebung so zu gestalten, dass Länder auch tatsächlich investieren können. Das ist doch der Punkt. Die Länder haben doch überhaupt keine Steuerhoheit. Sie können doch keine Steuergesetze machen. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Herr Vöpel und Frau Heidmann, auch dazu gerne noch mal hören. Also Steuer erhöhen, Frau Heidmann, wie viel Sinn würde das machen? Oder welche Steuern könnte man senken oder auf der anderen Seite, also Mehrwertsteuer oder auf der anderen Seite eben auch Steuern erhöhen oder einführen. Die Grünen sprachen von einer Übergewinnsteuer, also Konzerne, die durch den Krieg jetzt zum Beispiel gewinnen, die sollen halt eben nochmal besonders eben besteuert werden. Macht sowas Sinn? Die Frage ist immer, Moment, Herr Vöpel, ich weiß, Sie sehen uns nicht. Für einen Haushalt. Und dafür gibt es mehrere Wege natürlich. Zum einen kann man irgendwann wieder sparen. Wir haben einmal schon gezeigt, dass wir sparen können, denn die schwarze Null hätten wir sonst so nicht erreicht. Zum anderen, klar, man kann Steuern erheben, aber es gibt auch die dritte Variante. Wenn Sie die Wirtschaft zum Brummen kriegen, dann spielen Sie Steuern auch wieder ein. Die Unternehmen und die Bürger, die das Geld verdienen, die zahlen ja Steuern. Also es ist nicht immer gesagt, dass die Steuer wirklich durch eine Steuererhöhung zustande kommen muss. Und das muss sich einfach zeigen. Und ich glaube, das kann man heute auch noch gar nicht genau sagen, an welchen Schrauben da wirklich gedreht werden kann, wenn wir aus dieser Krise wieder rausgehen. Herr Vöpel, Sie wollten auch gern dazu was sagen. Ja, also das Thema vielleicht Mehrwertsteuer, Differenzierung, also differenzierte Mehrwertsteuersätze, das wird immer wieder diskutiert und man kann diesen Kampf nicht gewinnen. Also wie will der Staat entscheiden, was man jetzt reduziert oder was den vollen Mehrwertsteuersatz hat? Das sind, man verliert sich da im Klein-Klein, das sollte man nicht beginnen. Und grundsätzlich gilt der Grundsatz, strukturelle Ausgaben müssen wir eben steuerfinanzieren. Nicht? Also wir können nicht immer mit der Bazooka kommen und sagen, das ist eine Krise und sozusagen mit Geld das lösen. Das wird nicht funktionieren. Also da, wo wir strukturelle Probleme haben, Wachstumsdefizite, müssen wir letztlich über eine sinnvolle Angebotspolitik, auch durch Entlastung natürlich mittelständischer Unternehmen, die natürlich eine hohe Gleichzeitigkeit an Belastung haben, nicht? Also die Energiepreise, die
die grüne Transformation, die digitale Transformation. Das sind hohe Belastungen. Wir müssen eben dafür auch Raum schaffen. Diese Transformation der Wirtschaft, die uns ja allen hilft, durch ein höheres Wachstumspotenzial in Zukunft dem auch Raum zu geben. Nicht? Also sehen Sie da Steuererhöhung hier, glaube ich, nicht angezeigt. Aber es gilt, strukturelle Ausgaben müssen wir finanzieren aus der Gesellschaft heraus. Das können wir nicht immer wieder machen durch Sonderprogramme, sondern müssen letztlich da sozusagen durch eine kluge Steuerpolitik eben die Lasten gleichzeitig auch fair verteilen. Also wenn Sie sagen, es macht keinen Sinn, wenn wir immer mehr Sonderprogramme haben, was erwarten Sie da mehr Ehrlichkeit letztendlich von der Politik zu sagen, so geht es eben nicht weiter. Wir müssen jetzt eben alle da, sind eben Krisenzeiten, da geht es nicht allen so gut und da müssen wir jetzt sozusagen durch. Ja, man kann immer in Krisen, kurzfristig hilft erstmal Geld. Nicht? Damit kann man vieles kaschieren, aber das ist ja genau das Problem. Wir kommen ja von einer Krise in die nächste. Man muss sich ja auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Nicht? Man hat Frau Merkel vorgeworfen, immer nur im Krisenmodus zu sein. Und das Gleiche gilt auch für die neue Regierung, die ja eigentlich gesagt hat, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Das scheint also gar nicht so einfach zu sein, wenn man doch irgendwie fortwährend Krisen lösen muss. Und ich glaube, man muss doch irgendwie sehen, dass diese Krisen eigentlich Ausdruck einer wenig konzeptionellen Politik sind. Also wir haben über 20 Jahre es versäumt, Dinge zu gestalten, in Angriff zu nehmen. Und also das und darin läge jetzt auch eine Chance letztendlich. Ja, absolut. Wir sehen das ja. Die Krisen präsentieren uns ja die Rechnung für Versäumnisse in der Vergangenheit. Ob das in der Sicherheitspolitik ist, in der Außenpolitik, in der Energiepolitik. Die Rechnung kriegen wir präsentiert. Und das muss doch eigentlich für uns der Ansatz sein, zu sagen, ab jetzt eben nicht mehr. Wir müssen an die Angebotsseite nochmal ran und wir müssen sorgen, dass wir strukturell bestimmte Probleme überwinden und eben auch die Wachstumsmöglichkeiten einer demografisch alternden Gesellschaft wieder stärken. Das ist vollkommen richtig. Einerseits, wenn es brennt, löscht man. Deswegen muss man schon sagen, dass die letzten zwei Jahre im Corona-Modus natürlich im Vordergrund standen bei all dem, was Corona als letztlich Brennglas der Versäumnisse auch schon gezeigt hat, dass wir hier vorankommen. Das gilt jetzt für den Ukraine-Krieg auch, dass wir am Ende des Tages jetzt zunächst erstmal diese Krisen diese Krisen eindämmen müssen und darauf reagieren müssen, dass wir am Ende genau diese Krise als Chance begreifen müssen. Und dazu kommen müssen, dass die Versäumnisse, die in den letzten Jahren hier geschehen sind, dass die ausgeglichen werden, aufgeholt werden müssen. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Und das ist, glaube ich, die Chance dieser Ampel, die natürlich nach wie vor mehr Fortschritt wagen möchte. Und ich gehe auch davon aus, dass das spätestens im nächsten Jahr gelingt. Wenn nicht wieder eine neue Krise kommt. Ich denke, da gebe ich ihm völlig recht, der Unterschied zwischen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaft ist ja der, dass Wirtschaftspolitik auch Mehrheiten finden muss. Und Wirtschaft, das, was wirtschaftspolitisch passiert, muss auch von den Bürgern und Bürgerinnen mitgetragen werden. Und da ist die reine Lehre, es ist nett, aber hilft häufig nicht. Und deswegen finde ich, dass man hier in der Corona-Krise auch schnell reagiert hatte, 2020 bereits, halte ich für sehr richtig und für sehr wichtig, unabhängig, dass wir davon mit einzelnen Maßnahmen wie etwa Mehrwertsteuerabsenkung, konnten wir nicht nachvollziehen. Aber dass man da reagiert. Aber Kurzarbeit macht zum Beispiel einen Kurzarbeit Sinn. Völliger Sinn gemacht. Ja. Oder die verschiedenen Schutzschirme, gerade für kleine Selbstständige, macht da alles Sinn. Deswegen habe ich da, denke ich, muss man einfach sehen, es ist genauso, wenn es brennt, muss man löschen. Punkt. Aber ein anderer Punkt noch. Ich glaube, da werden wir auch so einfach nicht mehr zusammenkommen. Ich sehe das, was die Angebotsseite anbelangt, völlig anders. Auch hier, wenn immer heißt, wir müssen die Angebotsseite mal wieder stärken. Das heißt ja im Klartext immer Steuersenkungen. Das heißt im Klartext immer Sozialabgaben deckeln etc., wenn man dann genau hört, was geplant ist. Und deswegen, was meinen Sie jetzt konkret dann damit? Na, konkret meine ich, will ich da auf den Punkt raus, dass wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass allein während der Pandemiejahre haben die in Deutschland ansässigen Milliardäre, das sind 134, ihre Milliarden um 50 Milliarden auf jetzt fast 600 Milliarden erhöhen können. Das ist da das Geld. Wir müssen auch feststellen, wichtig, nach der Forbes-Studie haben wir eine völlig neue Situation, insofern als dass wir erstmalig mehr als 2.700
Millionäre in Deutschland haben. Mit anderen Worten, wir haben Luft. Denn richtig, also Sie sagen, Millionäre, Milliardäre müssten auf jeden Fall viel stärker abgeben. Es wird immer viel von Fairness gesprochen bei der Entlastung. Ich würde auch gern von Solidarität reden. Wir kommen nicht drum herum, starke Schultern, wie wir es ja vorhin auch gehört haben, stärker zu belasten, wenn wir tatsächlich da, ja, dafür sorgen wollen, dass wir auch eine vernünftige Infrastruktur haben. Denn wir haben gezeigt, also, dass wir sparen können, aber auf Kosten von Schulen, Brücken, Straßen und anderem. Okay. Das passiert doch schon. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie die Steuerlast verteilt ist, wenn wir uns angucken, wie die absoluten Zahlen sind, dann ist genau dieses Bild, dass starke Schultern mehr leisten, mehr tragen, ja letztlich. Also Sie würden sagen, es gibt nicht eine Gruppe in Deutschland, die so viel verdient, dass sie noch etwas mehr abgeben könnte. Nein, weil wir natürlich auf der anderen Seite auch sagen müssen, da sind wir sehr schnell wieder bei der Debatte, was ist das für ein Vermögen? Ist das Betriebsvermögen? Ist das nicht Betriebsvermögen? Ja. Und wollen wir diese Menschen in Deutschland halten? Und wollen wir eher gucken, dass wir mit den Vermögen, was hier in Deutschland liegt, dann entsprechend arbeiten können und genau diese Modernisierung in dem Land anschieben. Ja, okay, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, die letzten Minuten hier gerecht verteilen. Herr Füppel, was sagen Sie, muss man Milliardäre, Millionäre wirklich stärker besteuern? Muss es diese Vermögenssteuer geben? Ja, das kann man natürlich. Also sollte man, dann wenn Gesellschaften große Belastungen zu schultern haben, dann ist es so, dann ist es auch. Also wäre es jetzt die Zeit dafür, das zu tun. Von Fairness, dass die. Ja, aber ich will nochmal auf Herrn Schneider kommen. Also Angebotspolitik heißt doch nun mal mitnichten, dass wir die Reichen reicher machen wollen. Das ist ja nun wirklich Quatsch. Und Angebotspolitik heißt, dass wir nun endlich diese Transformation hinbringen müssen, denn es geht doch darum, die Produktionsbedingungen einer veralteten Volkswirtschaft endlich zu erneuern. Also wir wollen doch klimaneutral produzieren, darum geht es doch. Wir wollen digitale Wertschöpfung voranbringen. Das sind doch die Wachstumsquellen der Zukunft. Es geht doch nicht darum, Angebotspolitik zu interpretieren als eine Politik, die den Reichen noch mehr gibt. Ja, aber dazu noch mal konkret meine Frage, wenn Sie sagen, in Krisen muss man eben dann solidarisch sein und muss man halt eben, müssen manche auch dann vielleicht mehr zahlen. Wäre das dann sinnvoll, dass man sagt, jetzt von bestimmten Vermögenden doch etwas, einen höheren Beitrag zu wollen, den man dann gezielt für, was weiß ich, Klimapolitik auch ausgibt? Ja, natürlich ist das so. Und das ist auch Teil der Wirtschaftspolitik, dass man natürlich immer gucken muss in einer Demokratie, dass man sozusagen Zustimmung dafür bekommt. Und wenn jetzt sozusagen ärmere Haushalte, bestimmte Branchen sehr stark belastet sind durch Krisen, für die ja auch niemand etwas kann, jedenfalls nicht als Einzelunternehmen oder als Einzelhaushalt, kann man sich dagegen ja nicht irgendwie, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Und das ist ein Risiko, was wir gesellschaftlich tragen müssen. Und natürlich droht so etwas wie Gelbwestenproteste wie in Frankreich. Das ist eine reale Gefahr. Also Demokratie in Europa ist nicht nur von außen bedroht, sondern natürlich auch durch solche sozialpolitischen Fragen von innen. Das ist doch gar keine Frage. Und das ist mit Teil der Wirtschafts- und auch der Transformationspolitik, sich um diese Menschen zu kümmern. Frau Heidmann-Eck, wie sehen Sie es? Gibt es noch Schultern in dieser Gesellschaft, die einfach mehr, also mehr tragen müssten und mehr abgeben müssen? Vielleicht könnte man diesen Schultern mehr Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten der Investition bieten. Das ist sicher etwas, was diesem Land gut tun könnte, was auch eine Art von Transformation wäre, die wir dringend brauchen. Es ist immer noch schwierig möglich, in Startups, in Unternehmen zu investieren, die nicht an der Börse investiert sind. Und das wäre natürlich ganz wichtig im Moment, denn wir müssen unsere Produktionen umstellen, wir müssen unsere Unternehmen etwas umstellen. Wir haben diese Lieferkettenprobleme, die uns gezeigt haben, dass wir anders produzieren müssen, dass wir mehr zu uns holen müssen, dass wir Lieferketten sicherer machen müssen. Und eine Möglichkeit wäre in der Tat auch, Gelder privat zu generieren dafür, um solche Investitionen und solche Innovationen voranzubringen. Also ein Vorschlag, dem Sie sicher gut zustimmen würden, Herr Mayer. Das werden wir mit der sogenannten Super-AFA im nächsten Jahr auch auf den Weg bringen. Ich sag mal so, also ich wäre salopp, sehr salopp und ein bisschen ironisch formuliere, wäre ich dankbar schon mal, wenn wir in der Lage wären, unsere Schultoiletten langsam mal rein zu investieren, wenn wir in der Lage wären, unsere maroden Brücken mal langsam instand zu setzen und wenn wir in der Lage wären, 120.000 Pflegekräfte zu finanzieren, die wir dringend brauchen, weil wirklich am Pflegebett helle Not ist, dann wäre ich bereits dankbar. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch was das Wachstum hemmt, nämlich der Fachkräftemangel, ist da ja auch ganz wichtig. Wie lange ist die Ampel sich da weiter einig in
diesen Fragen, wenn man auf der einen Seite sieht, über Gewinnsteuer, was die Grünen fordern, Senkung der Mehrwertsteuer und Sie sagen, das machen wir nicht. Wir haben ja noch keine, also wir haben ja nicht mal ein konkretes Konzept, was über Gewinnsteuer zum Beispiel angeht, sondern wir haben letztlich nur eine Zeitungsmeldung und haben mehrere Meinungen in der Öffentlichkeit dazu von grünen Politikern. Der Koalitionsvertrag gilt. Ich glaube, da haben wir eine gute Basis für die Ampel und daran halten sich auch alle Parteien, unabhängig davon, dass sie natürlich alle unterschiedliche Inhalte haben und unterschiedliche Meinungen auch in der Öffentlichkeit vertreten. Genau, drei Parteien, die sich da einig werden müssen. Aber bis jetzt war es ja ganz harmonisch, so zumindest schien es auch auf der Kabinettsklausur in Meseberg diese Woche. Wir sind am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Schneider, Frau Heidmann-Neck, Herr Vöpel. Und Herr Mayer, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt gibt es Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.